Hallo und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Heute habe ich wieder ein Markenbattle für euch. Es werden zwei, ich glaube, die günstigsten Drogeriemarken sogar gegeneinander antreten. Die eine Marke ist schon irgendwie Tradition auf meinem Kanal und zwar geht es um Essence und auf der anderen Seite werde ich Reval de Loop Young schminken. Das ist auch super häufig von euch angefragt worden und ich würde sagen, wir starten direkt. Los geht's, viel Spaß dabei. So, Cuties, here we go. Ich bin Stadler und wir starten jetzt mit den beiden Marken. Hier werde ich Reval de Loop schminken und hier werde ich Essence schminken. Reval de Loop Young. Muss ich, glaube ich, nochmal dazu erwähnen. Ich bin auch super ehrlich zu euch. Ich habe mich das allererste Mal mit dieser Marke an sich beschäftigt und habe auch gesehen, dass es tatsächlich zwei Aufsteller gibt. Also einmal Reval de Loop Young und einmal die normale Marke Reval de Loop. Und das Ganze ist so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe das Gefühl, Reval de Loop Young war noch ein Ticki günstiger und so ein bisschen farbenfroher gehalten, eben. Mehr sowas für junge Leute. Ich finde auch sehr, sehr identisch zu Essence. Also das Ganze hat auf jeden Fall sehr gematcht und vor allem auch Battle-Potenzial. Und deswegen starten wir jetzt direkt mit dem Primer und da habe ich mich für dieses Battle hier entschieden. Ich bin auch hier ehrlich, denn ich habe eigentlich einen anderen Primer im Kopf gehabt von Essence, habe den aber in meiner Schminkschublade nicht mehr gefunden. Aber ich glaube, die beiden hier würden auch ganz gut zueinander passen. Das ist zum einen von Reval de Loop Young der Primer Dewy and Fresh mit Hyaluron und einmal der You Better Work Primer von Essence, den ihr auch schon ein paar Mal auf meinem Kanal gesehen habt. Und glaube, ich tausche jetzt einmal die Seiten und trage das Ganze auf. Beide Primer kommen in einer schlanken Tubenform. Wenn man jetzt das Design mal ausblendet, dann sind sie sich doch schon sehr ähnlich. Wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, welches der beiden ich tatsächlich besser finde, würde ich mich in diesem Fall für den Reval de Loop Primer entscheiden, weil der etwas leichter ist. Der Reval de Loop Primer, ja, zog einfach durch diese leichte Konsistenz schneller ein und ich kann damit schneller mit meinem Make-up weitermachen und das machen wir jetzt auch. Und natürlich battlen sich auch die beiden Foundations gegeneinander. Das ist zum einen das Insta Perfect Liquid Make-up von Essence in der Farbe 60, was sehr gut zu meinem Hautton matcht. Und dann haben wir einmal die Skin Optimizer Foundation, die ist mattierend und Hautbild verbessern, enthält Zink und Salicylsäure. Vielleicht wisst ihr das ja, wenn ihr so Hautunreinheiten habt, ist Zink und Salicylsäure wirklich sehr, sehr lindernd dafür. Hier muss ich aber auch direkt sagen, hatte ich sehr, sehr Probleme, die richtige Farbe zu finden. Ihr müsst mir die Daumen drücken, dass das jetzt auch passt. Ich habe die Farbe 02 Cent. Es gab die Shades, glaube ich, bis zur 05 runter. Aber keine der fünf hat wirklich zu 100% gematcht. Also da hätte ich mischen müssen und auch die Farben untereinander waren so rosa. Und ja, ich wusste nicht, wo ich da hingreifen sollte. Ich habe jetzt einfach die 02 genommen, das erschien mir am sinnvollsten. Anders als bei Essence zum Beispiel, da gibt es 9 Nuancen. Das heißt also, hier hat man ein bisschen mehr Farbauswahl und ich pendel mich hier zum Beispiel auch in der 60 ein. Das ist schon mal ein sehr, sehr großer Unterschied. Diese Foundation kommt tatsächlich von der Farbe her auf der Haut ganz anders als erwartet. Sie passt, finde ich, relativ gut. Vielleicht ist sie ein Ticken zu hell, aber ich sage, wenn man schon nicht die richtige Farbe hat, dann eher eine Nuance zu hell als eine Nuance zu dunkel. Dann entstehen wenigstens keine Make-up-Ränder und ich finde, man kann mit Bronzer immer noch ganz viel kaschieren. Aber hier muss ich sagen, doch, kann man es auf jeden Fall tragen. Allerdings habe ich Probleme, eine richtig schöne Deckkraft hinzubekommen. Das Ganze nicht so fleckig zu gestalten, sondern wirklich schön auszublenden. Also das ist ein bisschen Arbeit. Auf der Essence-Seite schmeichelt die Farbe meinem Hautunterton etwas mehr. Der Ton an sich ist etwas wärmer und matcht besser im Übergang zu meinem Hals. Auch die Deckkraft ist etwas besser und die Konsistenz von der Foundation gefällt mir besser. Es ist ein bisschen flüssiger und lässt sich dadurch einfach auch leichter verarbeiten. So, Freunde, jetzt wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, ein Fazit zu finden, wenn nicht eins der beiden völlig verkackt. Denn ich habe mich für ein transparentes Puder entschieden, weil ich finde, dass die beiden sehr gut gegeneinander antreten können. Das ist einmal das All About Matte Powder von Essence und einmal das Compact Fixing Powder von Reval de Loop Young. Und beides gebe ich mir jetzt mit einem Puderpinsel, natürlich unterschiedliche, im Gesicht auf. Und dann schauen wir uns mal im Gesamten das Finish an. Und vielleicht könnt ihr dann ja mal in die Kommentare schreiben, welche Seite euch bislang am besten gefällt.
Dann lass uns doch mal direkt weitermachen mit den Augenbrauen. Oh, und jetzt wird's spannend, denn ich habe hier zwei Pomaden, die gegeneinander antreten werden. Einmal das Eyebrow Gel von Essence. Ich weiß gar nicht, ob es das noch in der Theke gibt. Ich habe das jetzt einfach mal aus meiner Schminksammlung gegriffen, weil ich so abgefixt wurde von diesem Packaging hier von Rivaldi Loop Young. Das ist die Eyebrow Pomade. Schau mal bitte, wie süß das aussieht. Das ist übrigens die Farbe 01 Soft Brown. Da ich wusste, dass Essence auch eine Pomade hat, habe ich gedacht, betteln die sich jetzt mal. Ich werde beide Augenbrauen schminken und dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Okay, also wenn man jetzt so schaut, würde man nicht denken, dass ich zwei verschiedene Produkte verwendet habe. Die Farbe ist sehr identisch, also da unterscheiden sie sich gar nicht so doll. Aber vom Auftrag war es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Rivaldi Loop Brow Pomade war super soft, also wirklich so weich und flüssig. Ich konnte damit sehr, sehr gut meine Augenbrauen nachziehen. Da ist übrigens auch direkt ein Pinsel mit in der Verpackung bei. Also es ist sozusagen noch ein zusätzliches Goodie, was Essence hier nicht mitbietet. Da gibt es ja nur den Tiegel und das Produkt an sich war ein bisschen trockener. Man mag mir jetzt vielleicht unterstellen, dass der Unterschied daher zustande kommt, dass die von Essence etwas älter ist. Aber ich weiß zu 100%, dass die nicht ganz so smutschig war, wie die von Rivaldi Loop, auch als ich sie neu hatte. Also das ist definitiv ein Unterschied. Da muss man halt schauen, womit man besser zurechtkommt. Einige mögen das ja auch lieber, wenn das Produkt ein bisschen trockener, nicht ganz so feucht ist, weil man es dann einfach auch besser dosieren kann. Machen wir weiter mit dem Augen-Make-up. Und hier habe ich mich für diese beiden Paletten entschieden, die gegeneinander antreten werden. Das ist zum einen die Olario-Palette von Essence und zum anderen die XXL Peach-Palette von Rivaldi Loop. Ich habe die beiden Paletten gewählt, weil sie so in etwa ähnlich von den Farben her aufgebaut sind und ich das Gefühl habe, dass man die sehr gut miteinander vergleichen kann. Der Unterschied hier drin liegt, dass die XXL Peach Palette 12 Farben beinhaltet, während die Essence Palette 9 Farben hat. Und in der Peach Palette befindet sich noch so ein Applikatorschwämmchen mit dabei, während sich in der Essence Palette ein Spiegel befindet. Da muss man dann für sich schauen, was man jetzt lieber mag. Also für mich hat ein Applikatorschwämmchen keinen Mehrwert, weil ich ihn einfach nicht verwende. Da gebe ich doch mehr auf einen Spiegel. Jetzt kommt es aber darauf an, wie die Pigmentierung auch tatsächlich ist. Ich hatte jetzt in der Rivaldi Loop Palette 3 Lidschatten mehr zur Verfügung. Dadurch konnte ich natürlich etwas mehr kombinieren, auch mit matten Farben, als jetzt aus der Olario Palette. Aber beide Lidschattenpaletten sind auf ihre Weise wirklich sehr schön und da muss man einfach schauen, was einem besser gefällt. Machen wir weiter mit den Wimpern bzw. der Mascara und da bin ich wirklich sehr aufs Endergebnis gespannt, denn ich habe hier zwei sehr identische Mascaras, die gegeneinander antreten werden. Einmal die I Love Extreme Essence versus Rivaldi Loop Young 100% Volume Mega Volume Mascara. Beide Bürstchen sind wirklich super dick. Ich komme mit dicken Bürstchen immer gar nicht so gut zurecht, aber ich wollte mir diesen Vergleich einfach nicht nehmen lassen, weil sie wirklich schon sehr, sehr identisch sind. Das ist das Endergebnis von den beiden Mascaras und hier gebe ich Essence den Punkt, weil mir der Auftrag damit etwas leichter fiel und ich das Gefühl habe, hier nicht nur etwas mehr Volumen, sondern auch ein bisschen mehr getrennte Wimpern zu haben, kann man das so sagen? Also hier sind die Wimpern mehr aufgefächert als auf dieser Seite und im Allgemeinen muss ich sagen, ja, hat mir das Handling mit dieser Mascara etwas besser gefallen. Dennoch kann ich sagen, haben beide Mascaras einen richtig guten Job gemacht für das kleine Geld, was sie schlussendlich kosten. Machen wir weiter mit dem Contouring und hier werden diese beiden Paletten gegeneinander antreten. Das ist zum einen die Megateur Palette von Rivaldi Loop und einmal die Contouring Palette von Essence, die jetzt neu in die Theke eingezogen ist. Bei der Rivaldi Loop Palette sind natürlich schon ein paar Highlighter mit enthalten, aber um die kümmern wir uns erst im späteren Step. Ich habe übrigens die Contouring Palette in der Farbe 20 Darker Skin von Essence gewählt und da halt auch den helleren Ton. Der dunkle wäre, glaube ich, noch etwas too much. Und ich bin hier wirklich sehr zufrieden mit der Pigmentierung. Ich freue mich sehr, dass Essence jetzt endlich so eine Palette im Sortiment hat. Die hat mir lange Zeit gefehlt. Ich finde, das passt auch ganz gut zur Foundation. Und im Allgemeinen ließ sich der Ton sehr schön ausblenden. Bei der Rivaldi Loop Palette habe ich direkt gesehen, dass die Farben wesentlich aschiger sind. Und vor allem auch viel pulvriger. Also nicht ganz so
butterig wie die von Essence, wenn man das als butterig betiteln kann. Also ich finde persönlich, hätten die Farben von Rivaldi Loop noch etwas mehr Farbe abgeben können, so das Ganze noch ein bisschen mehr hervorkommt, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist auch hier das Ergebnis sehr schön geworden. Um das Gesicht wieder etwas aufzuwärmen, habe ich jetzt noch einen Bronzer mit ins Battle reingeholt. Einmal diesen hier von Rivaldi Loop, das ist der Sun Powder, und einmal das Sun Club Matte Bronzing Powder von Essence. Vielleicht seht ihr das schon, also der ist ein bisschen orangestichiger, dieser hier etwas dunkler. Ich bin sehr gespannt aufs Endergebnis. Beide Bronzer haben sehr schön performt. Mir gefällt das Finish von beiden unglaublich gut. Einen kleinen Pluspunkt gebe ich aber Essence, weil der Bronzer unglaublich lecker nach Kokos riecht. Kommen wir nun zum Highlighter, und da habt ihr diese Palette eben schon gesehen. Das ist dieselbe Palette, aus der ich auch die Konturfarben verwendet habe. Und im Battle wird dagegen antreten das My Glow Passion Herz von Essence. Das sind kühle Highlighter, also hier ist eigentlich so ein sehr, sehr identischer Ton mit in der Palette, deswegen kann man das auch wieder sehr schön miteinander vergleichen. Ihr wisst aber, dass ich eigentlich total auf goldene Highlighter stehe und jetzt eigentlich auch einen goldenen Highlighter verwenden würde. Allerdings fehlt mir der momentan so ein bisschen in der Essence-Theke. Ich hoffe, da kommt auf jeden Fall nochmal was richtig schön Glowiges rein. Ja, hier wäre jetzt aber auch nicht das Passende drin gewesen. Also, here we go. Wir geben dem Ganzen jetzt einfach mal einen Holo-Look. Wow, also ich weiß nicht, was ich sagen soll, denn die beiden Farben sind wirklich super identisch. Auch so würde ich jetzt nicht wissen, dass ich zwei verschiedene Produkte aufgetragen habe, weil sie wirklich super gleich schimmern. Von der Pigmentierung, vom Farbton her, wirklich gar kein Unterschied. Ich habe hier noch zwei Lippenprodukte. Einmal von Essence den This Is Me Lipstick in der Farbe 09 und einmal von Rivaldi Loop Young die Lip Color Long Lasting in der Farbe Tropicana. Und ja, das sind auch wieder nicht unbedingt die identischen Farben, aber ich würde sagen, nudige Richtung und here we go. Ich persönlich finde den Lippenstift von Essence etwas angenehmer im Tragegefühl. Der ist etwas softer und fühlt sich ein bisschen pflegender an, während der von Rivaldi Loop etwas trocken aufliegt und vor allem auch einen richtig süßen Bonbon-Geschmack hat. Also vielleicht liegt es auch an meinem Alter, ich weiß es nicht. Mir gefällt auf jeden Fall die Essence-Seite besser. Team Rivaldi Loop oder Team Essence, schreibe es mir gerne mal in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage bis bald, ciao.